Ich weiß gerade nicht, wie viel Panik irgendwo ausbricht, wenn da eine Entführung stattfindet. Also die Sache ist, ich kann natürlich dadurch entweder Kanada oder Argentinien verlieren, wenn es passiert. Einfach aus der Tatsache heraus. Das ist gerade eine sehr schwere Frage, die ich mir da stellen muss. Wenn halt, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn in Nigeria jetzt eine Entführung stattfindet und ich die nicht schaffe und oder nicht annehme, dann wird wahrscheinlich hier überall Wir überwachen momentan verschiedene Kontakte, ein oder müssen das aber zwei, dann dürfte möglicherweise die prüfen. Dies scheint kein Panik korrektes eigentlich nur Ziel um zu 1 sein. hochgehen. Das geht also. Dann passiert mir nichts, wenn ich die in Nigeria nicht annehme. Aber hier kriege ich halt Probleme, wenn ich die entweder in den USA oder in Südamerika nicht annehme. Das heißt, ich warte jetzt erstmal noch einen Moment. Es könnte nämlich Probleme geben, wenn ich das nicht tue. So. 6 neue Soldaten. Außerdem ist die Sucherautopsie abgestoßen. Abgestoßen. Respirator-Implantat zur Verfügung. Mitte schaut im Genlabor und Geistergranate. So. Dieses Ding sorgt dafür, dass meine Leute nicht mehr stranguliert werden können, was ziemlich gut ist und gibt zusätzlich dazu noch Rüstung, also hier Lebenspunkte und so, was ziemlich gut ist. Dann gibt es noch die neue Geistergranate. Alles, was davon im Umkreis ist, wird getarnt, auch ziemlich gut und natürlich mimetische Haut, da kümmern wir uns darum, wenn wir irgendwann mal sowas machen können. So, jetzt ist tatsächlich immer noch die Frage. Was muss ich erforschen, um die tiefen Taschen zu kriegen? Das ist wirklich das, was mich interessiert. Oder ich werde erstmal den NAV-Computer. Was mache ich da? Oder halt hiervon irgendwas. Könnte halt auch die. Ich weiß nicht, welche ich erforschen muss, um für meine ganzen anderen Sachen Forschungsboni zu kriegen. Tja, schwerer Laser wäre insofern sinnvoll, als dass ich dann für meine ganzen Heavies, wovon ich ja Tausende habe, natürlich irgendwie neue Waffen kriegen kann. Ich erforsche erstmal den Alien-NAV-Computer. So. Kann euch gerade nicht ganz genau sagen, warum, aber das, naja, ist jetzt erstmal so. Entführung, da sind sie nämlich. So, wir haben eine in Kanada, wir haben eine in Nigeria und wir haben eine in St. Petersburg. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier gibt es Ingenieure, die sind immer praktisch. Außerdem, wenn ich da nicht hinfliege, gibt es Panik da, und zwar böse Panik. Hier habe ich, glaube ich, kein Problem, wenn ich nicht hinfliege. Genauso wenig in Europa. Ich muss mal kurz gucken. Gucken wir nochmal gerade nach. So. Wenn ich nicht nach Kanada gehe, ist da Panik. Wenn ich nicht nach Nigeria gehe, müsste das passen, zumal ich da dann einen Satelliten hinschießen kann und dadurch dann auch den ganzen Kontinent direkt habe. Und okay, das müsste eigentlich passen. Das müsste sehr, sehr gut passen. So, ich möchte mal gerade meine Soldaten anzeigen lassen. Okay, wir haben. Unsere beiden Scharfschützen sind gerade nicht da. Dafür ist unser Sturmsoldat wieder da. Das mit den Scharfschützen ist ein großes Problem unter Umständen. Das ist nicht gut, aber da kann man natürlich jetzt gerade nichts machen. Okay, Entführung. Auf nach Kanada. Ich kann gerade wirklich nur beten, dass das funktioniert. So, du Heavy. Du bekommst natürlich eine Schalenrüstung. Außerdem, du hast. Die mit der Granate, beziehungsweise die andere war die mit der Granate, aber es passt schon. So, du bekommst eine Schalenrüstung natürlich. Schrotflinte, nein, ich glaube, das Lasergewehr bekommst du. Ich glaube, es macht sogar insgesamt mehr Schaden. Hat natürlich nicht so viel Crit und so, aber hey, bisschen auf Entfernung bleiben. Außerdem ein Scope. So, du bekommst natürlich auch eine Schalenrüstung, wie ihr alle. Ein Lasergewehr und ein Medikit. Du bist die mit dem Medikit. Und du bist diejenige mit der Schalenrüstung, dem Lasergewehr und ein Scope. Du kriegst auch noch einen Scope dazu. 65, das ist nicht viel. Ich hoffe nur, das wird etwas. Bitte.
Okay. Entführung. Auf geht's. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist wieder so eine von den Missionen, die was werden muss, sonst Probleme. Wir landen. Ich befinde mich gerade auf einem sehr, sehr schmalen Grat in Richtung, vielleicht kriege ich was das hin. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Puh, okay. Mit etwas Glück, ich weiß gar nicht, wie viele Ingenieure hatte ich? Die Aliens in einer ihrer 15 oder 16? Ich glaube 15. Wir müssen die Gegend schnellstmöglich sichern. Ich weiß nicht, muss ich nachgucken. Es kann auf jeden Fall sein, dass ich mit den Ingenieuren, die ich jetzt kriege, die Werkstatt nicht mehr brauche für den Satelliten ablegen und dann doch noch mehr Satelliten diesen Monat hochschießen kann. Das wäre natürlich noch besser. Dazu muss ich natürlich den Einsatz schaffen. Ich sollte vielleicht mich nicht zu früh freuen, dass irgendwas Dolles passiert. Denn wir haben schon ganz andere Einsätze verkackt. Die Karte kommt mir bekannt vor und ich weiß nicht warum. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Ich glaube, auf dieser Karte haben wir schon mal was verkackt. Gut. Schon mal da rein. Da ist erstmal nichts. Wir kümmern uns kein bisschen um das Meld. Das Meld kann mich mal ganz, ganz gerne haben. Das ist nur halbe Cover. Nehmen wir mal ganze Cover. So. Du kommst da nicht rum. Du könntest dich theoretisch irgendwie... hier vielleicht? Bitte findet nicht spontan irgendwo irgendwelche Dudes. Ich überlege. Boah, warum kannst du so weit laufen? The fudge? Aber das muss nicht gut sein, wenn du so weit läufst. Geh mal nach da. Okay, das war nämlich nicht gut. Crap. Probleme. Unter Umständen große Probleme. Du siehst erstmal von hier keinen. Hier sind keine. Ich habe Angst. Also da ist eine Tür, wo welche reinkommen können. Dann kannst du auf die schießen, wenn diese Wand dich... Weißt du was? Mach da mal einen Feldposten. Ich weiß nicht, wie clever das ist, aber das ist jetzt mein Plan. Und du, wenn du hier hinläufst, kannst du vielleicht einen Feldposten auch nach da hinten machen, falls jemand durch die Tür da hinten kommt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber die Tür geht auf jeden Fall auf und da kommt einer. Da kommen zwei. Reflexschüsse, komm. Ihr schafft das, ihr trefft irgendwen. Okay, ihr habt einen getroffen, leider nicht für genug. Shit. Na komm, bring ihn um. Shit. Ich hasse dünne Männer. Nein. Oh oh. Ihh, Vergiftung. Aber immerhin nur von einem. Jetzt kommt er auch noch hinterher. Weiß nicht, wo er hin will, aber... Er ist in Panik und er ist im Prinzip tot, denn das wird nicht schwer. Na, du triffst auch nicht. Du hast auch zu wenig Leben, du wirst gleich am Gift sterben. Schade, schlecht für dich. Ich könnte natürlich noch versuchen, ihn zu heilen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Oh, er hat noch ein bisschen Leben. Das könnte noch klappen. Ich überlege, ob ich die dünnen Männer jetzt wieder einfach hier... Moment. Eine Rakete. Treffe ich die alle damit? Nein, tue ich nicht. Schade eigentlich. Kann die beiden treffen oder ich kann die beiden vorderen treffen. Das heißt, einen muss ich so noch umschießen. Nee, Moment, ich muss... Die Frage ist, welchen schieße ich vorher um? Ach, du bist in Panik, ja. Ich kann dir ja gar nicht so richtig helfen. Das ist ja schlecht. Wenn ich einen von denen irgendwie direkt umbraten kann. Kann ich nur leider gerade nicht. Arg. Okay, also er oder der da hinten müssen halt sterben. Wenn einer von den beiden stirbt, dann ist alles in Butter. Ansonsten Problem. Du triffst da gar keinen. Wenn ich jetzt nach hier laufe und auf den schieße, dann kannst du nicht mehr auf den schießen. Du aber, ne? Nicht gut, aber immerhin. Aber du kannst dann auch nach hier laufen und noch auf den schießen. Nee, doch nicht nach da. Da kann keiner auf den schießen. Aber ich kann mit dir noch nach vorne laufen und drauf schießen. Das heißt, wenn ich den töte, das müsste klappen. Den kriege ich, glaube ich, tot. Den einen. Zumindest sollte das eigentlich funktionieren.
kann auch hier nach vorne laufen, dann müsste ich hier sogar ziemlich gut treffen eigentlich. Und von hier hätte ich dann sogar den in... Na komm, wir haben drei Leute dafür. Der hat doch eben auch schon geschossen. Das glaube ich jetzt nicht, ey. Oh. Hat er nicht eben schon geschossen? Shit, ey. Oh Gott. Ich kann natürlich auch auf den da hinten schießen, da habe ich mehr Trefferchance. Aber wenn ich auf ihn schieße, dann kann ich den noch flankieren und auch treffen. Das heißt, wir werden jetzt auf den hier schießen. Ein bisschen gut stirbt der auch einfach. Nein, tut er nicht. Aber hey, whatever. Dann kannst du nach da laufen, flankierst den. Und wirst ihn ja wohl treffen und töten. Ansonsten kann ich von da hinten noch flankieren und treffen und töten. So. Ja, der stirbt. Und zwar problemlos. So. So. Bevor wir uns jetzt noch irgendwas anderes erlauben, braten wir einfach alle weg da hinten. So, jetzt musst du natürlich auch treffen. Ich habe immer ein bisschen Angst mit den Raketenwerfern, wenn die damit nicht treffen. So, rums. Wurde sogar noch befördert. So, du musst jetzt mal mit deinem Medikit. Jetzt ist die Frage, wen... Den oder den? Du da hinten stirbst, wenn ich nichts tue. Und du da bist im Gift. Stirbst sowieso auch, wenn ich nichts tue. Also, nee, du stirbst nicht unbedingt, wenn ich nichts tue. Bist dafür aber auch ein höherer Rang. Aber du bist mein einziger Support. Das heißt, ich werde versuchen, den anderen zu heilen. Wobei ich auch gerade nicht weiß, wie das mit dem Gift läuft. Ach du Scheiße! Oh shit! Das ist nicht gut. Wir haben gerade ein großes Problem. mehr Raketen? Moment, wie viel Schaden machen die? 6. Die Granate danach macht nicht genug Schaden. Aber die ganze Deckung ist kaputt. Pass mal auf. Das muss erstmal sein, sonst wird das sowieso nichts. Dann stehen die da sehr offen rum. Naja, einschüchtern, leck mich. Ich habe noch eine Granate. Die macht nicht genug Schaden, fürchte ich. Die stehen da jetzt extrem offen. Heißt das nicht eigentlich, dass ich... Du müsstest einen davon töten können. Der andere ist mir gerade recht wurscht. Bring ihn um. Komm, bitte. Zack. Sehr gut. Einer weniger. Der da muss auch noch sterben. Ich überlege gerade, wie ich das am cleversten hinkriegen kann. Kannst halt reinlaufen und versuchen, einen umzubringen. Du kannst auch reinlaufen, dich direkt davor stellen und versuchen, ihn zu killen. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Und wenn du es schaffst, dann... bist du in gewisser Weise ein Held. Und ich kann halt noch irgendwie versuchen, da hinten das Auto anzuzünden, sodass er erstens laufen muss und zweitens vielleicht sogar stirbt. Die Frage ist, wie weit komme ich und wie weit muss ich kommen, damit das funktioniert. Hier ist nur halbe Cover. Von hier wirst du da nicht hinwerfen können. Und alles andere ist dann halt laufen, also rennen, also Problem. Was ich halt auch machen kann, ist versuchen... mit dir und mit der anderen, also mit ihm hier, Hühnchen, versuchen den Typen da hinten zu töten. Ich bin unsicher. Ich bin extrem unsicher gerade. Ich habe halt auch noch die eine Heilung im Prinzip. Ich habe das Gefühl, es wird einer sterben hier. Ich weiß nicht wer, aber einer wird sterben. Wenn ich mit dir hier hingehe und den schieße, müsstest du den eigentlich tot kriegen, ne? Das mit dem Auto da hinten wird nichts. Ich kann halt, egal wo ich hinlaufe, sie kann entweder nicht weit genug werfen oder das mit dem Auto wird nichts. Komm. Versuche es so, dass ich den aber auch nicht, das verstehe ich einfach nicht, dass ich den hier nicht flankiere so, ne? Wenigstens tot. So.
Pass mal auf. Die haben Granaten, fällt mir gerade ein. Das ist ein extremes Problem. Die beiden haben ein Problem hier hinten. Geht das, wenn ich... Ja, hier bist du halt... Shit. Shit, 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 shit. Wenn ich hier hinlaufe, dann... Nee, dann wird das auch wieder mit den Granaten schlecht. Wir können halt einen Run and Gun machen und nach hier laufen. Und hoffen, dass er den dann tötet. Und nicht mit einer Granate wirft oder so. Wenn er mit einer Granate wirft, dann doof. Wenn ich hier hinlaufe, dann kann er... hier irgendwo Deckung suchen und mich flankieren. Das will ich auch gerade nicht. Ich kann natürlich auch einfach schießen, aber so trifft die sowieso nichts. Warte mal. Du kannst auch nicht nach da laufen. Das ist bei dir ein Rennen. Nach hier auch. Aber dann kann die hinter die Ecke und dann kann ich ihn heilen. Die anderen sind alle, außer ihr, sind alle in voller Cover. Ich hoffe gerade, dass das funktioniert. Komm. Das wird jetzt ein leichter Rückzugsversuch. Was noch hier? Da stehen die... Die stehen zu klump wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie sterben. Okay, 4 Trefferpunkte. Und das Gift ist weg. So, jetzt muss ich Glück haben. Oh, er ist vergiftet. Der wird auch durch das Gift vergiftet, das wusste ich gar nicht. Und er läuft weg vor allem. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Der Typ hat Angst vor mir. Warum das denn? Ich tue ihm doch gar nichts, also noch nicht. Hehe. Kleines Problem, hier gibt es nirgends Cover in der Richtung. Verdammt. Das ist jetzt extrem ungünstig. Ich würde gerne einen Overwatch machen, aber eigentlich muss ich auch nachladen. Du ziehst dich, glaube ich, erstmal ein kleines Stück zurück nach hier hinten. Machst einen Overwatch. Du bleibst auch nicht hier, sondern gehst dahin und lädst halt nach. Du lädst auch mal nach. Du gehst auch ein Stück zurück und lädst nach, glaube ich. Ich weiß nicht, hier, das ist alles irgendwie ein bisschen blöde hier hinten. Ich will nicht zu sehr. Na, lad mal da vorne nach. So, und dann hätte ich gerne noch... Das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Aber du hast deinen großen Nutzen gehabt und dein Medikit verbraucht. Jetzt läufst du nach da vorne und machst den Speer. Er ist vergiftet. Ja, stimmt, er ist vergiftet. Wenn er nicht wiederkommt... Stellt er sich da jetzt offen hin? Okay, wenn du meinst, mein Freund, dann kannst du das gerne tun. Das hätte ich eigentlich jetzt gerne mit dir noch drauf geschossen, weil du hast halt hier Dingens. Der hat auch gerade keinen Overwatch gemacht, das heißt, ich kann hier hinlaufen. So, einmal Holo-Target. Nice. So, wer braucht denn gerade jetzt noch einen... Du brauchst gerade keinen Kill, ne? Du bräuchtest theoretisch noch einen Kill. Ah, komm, versuch's mal. Nice, umgeschossen. Okay, es gibt natürlich noch mehr Gegner. Das war irgendwo klar. Geh mal dahin. Noch nicht die Tür öffnen. Overwatch. Eieieiei. Dann sprinte du mal nach da. Du bist ja irgendwo so ein bisschen abgesichert. Ich weiß gar nicht, ob da hinten noch eine Tür rausgeht. Du, gute Frau. Gehst hinter die Ecke. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier kommen noch Seeker oder so. Weil natürlich auch immer noch die Möglichkeit besteht, dass noch mehr Dingens da sind. Noch mehr Mutons. Das ist natürlich insgesamt ein Problem. Ich hätte ihn gerade vielleicht auch suppressen können. Ich frage mich, warum ich das nicht gemacht habe. Da sind Seeker. 2 Stück an der Zahl. Kommt doch. Drecksviecher. Okay, wir müssen uns wieder gegenseitig ein kleines bisschen absichern hier. Die sichern sich eigentlich schon ganz gut ab hier. Machen wir die Tür auf, gucken, was da drin ist. Nix. Okay. Dann machen wir tatsächlich hier Absicherungsmodus. So.
Du stellst dich hier hin und sicherst ihn ab. Na Moment, nee, du lädst erstmal nach. Ja, wobei, die haben jetzt beide gerade nachgeladen. Nee, dann mach du erstmal einen Overwatch. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie so schnell hier hinten hinkommen. Muss man ja nicht, also die können ja gegenseitig jetzt, der eine lädt nach, der andere lädt nach und dann passt das. Da hinten kommt einer. Reaction Shot. Rums. Nice. Danke. Einer weniger. So. Ja, das Meld ist irgendwo da hinten, ich weiß. Es kann tatsächlich sein, dass es das dann gleich schon war. Das wäre natürlich sehr gut, wenn ich tatsächlich nach den Mutons keine Probleme mehr habe. Die Mutons haben ja auch schon gereicht, also da hatte ich jetzt Glück, dass ich gerade die Laserwaffen quasi erforscht hatte, sonst hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Na, wo kommt denn der andere Seeker, hä? Kommt er nicht? Will er nicht? Du wirst kommen. Ich werde auf dich warten. Mach, was du willst. Ich habe Zeit. Ich brauche das Meld nicht. Da ist er. Ich glaube, der wird das nicht überleben, oder? Na, okay, fast. Und ich muss sagen, der Heavy mit seiner Heat-Ammo brät ihn aber ganz schön um. Mein lieber Mann. Okay. Wir haben immer noch mehr Aliens. Irgendwo sind also noch welche. Na gut, dann lauf mal raus, guck mal da um die Ecke. Und mal gerade gucken, wo. Also dieses Gebäude, ach, das zählt gar nicht mehr dazu. Geht es doch, ich wollte gerade sagen, es zählt noch dazu. Ach, ach, dieses ganze Gebäude auch noch, natürlich. Natürlich, ach super. Das ist ja ganz toll. Ich glaube, mit ein bisschen Pech haben wir hier noch mehr Mutons. Und andere Viecher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe extrem Angst gerade. Ich will eigentlich nicht unbedingt um die Ecke gucken. Das läuft jetzt hier in diese Ecke, weil da siehst du nichts. Und das ist erstmal okay. Da wird es gerne um die Ecke kommen, aber du kannst gleich hier und dann schießen. Huppala, was war das denn? Da ist irgendwo ein Fenster kaputt gegangen. Ist hier jemand? Hier ist niemand gerade draußen. Das wundert mich. Mach mal nach da und guck mal. Da hinten hin, da ist erstmal niemand. Overwatch. Watch, watch, watch. Watch, watch. Hallo? Möchte gerne, danke. Die gute Dame hier anwählen. So, lauf mal nach da. Das hat mich jetzt gerade schon wieder ein kleines bisschen paranoid gemacht. Das ist, was ich da gerade gehört habe. Wenn du es nach hier läufst, ne? Da ist ja erstmal gerade nichts. Dann könnte von da oder von da einer kommen. Oder halt vom Dach. Das wäre sehr ungünstig. Und du läufst dahin. Straße absichern, bitte. Dann müssen wir das andere Gebäude stürmen. Okay, da hinten sind welche. Und es klang nach vielleicht einem Floater oder so. Ich habe da gerade einen Floater gehört. Ich weiß nicht, was andere Leute da hören. Ha. Huh. Hier vielleicht? Ah, da sind zwei von den Typen. Das ist nicht gut. Du hängst nämlich ein bisschen in schlechter Deckung. Wobei 55% schon ganz schön gut sind. Trefferwahrscheinlichkeit. Kannst du? Du kannst den für 45. Ich glaube, das sind aber die gleichen, ne? Das liegt wahrscheinlich daran, dass der eine ein guter Cover ist und der da nicht... Na komm, dann versuch erstmal den wegzuschießen, bitte. Nice! Einer weniger und wurde sogar befördert dafür. So, es ist hier leider keine Möglichkeit für mich, hinzukommen und zu töten, den anderen. Oder kannst du von da schießen? Tatsächlich. Das ist ein bisschen weit, aber komm, 40%. Alter, der hat getroffen. Ich glaube es nicht. Wir haben eine Run and Gun. Aber leider nirgends hin. Doch, da gibt es Cover. Komm, das kann funktionieren. Das kann funktionieren. Bitte. Funktioniere! 50%. Nice! Ein weiterer Sieg. Erwischt! Gute Arbeit, Kommandant. Ha!
Oh, das war awesome. Wir haben wieder kein Meld mitgenommen, aber wir haben den Einsatz geschafft. Wir haben die Panik reduziert. Wir haben, glaube ich, mehrere Beförderungen.